Habt ihr schon mal Zuckerstangen als Keksform probiert? Nein? Dann wird's höchste Zeit. Herzlich willkommen auf Rabeas Kitchen. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr ganz einfach und ganz schnell diese leckeren Zuckerstangenkekse herstellen könnt. Dafür benötigt ihr 400 Gramm Mehl, 50 Gramm Speisestärke, 120 Gramm Zucker, 1 Teelöffel Vanilleextrakt, 1 Ei und 200 Gramm kalte Butter. Die rote Lebensmittelfarbe benötigen wir später. Das Ganze wird jetzt zu einem geschmeidigen Teig verknetet. Das heißt kneten, kneten und nochmals kneten. Falls ihr dann denkt, das wird niemals ein Teig werden, einfach weitermachen, das wird schon. Am Anfang denkt man sich, da fehlt bestimmt eine Zutat, aber durch die Wärme eurer Hand wird die Butter etwas weicher und irgendwann wird es ein schöner, geschmeidiger Teig. Wenn ihr einigermaßen das Mehl eingearbeitet habt, könnt ihr gerne auf der Arbeitsfläche weitermachen und beide Hände benutzen. Da spart man sich doch den Gang zum Fitnessstudio. Und wie ihr sehen könnt, ist es ein schöner, geschmeidiger Teig geworden. Das ganze Mehl ist eingearbeitet. Nun forme ich jetzt eine Kugel und dann wird der Teig in zwei geteilt. Die eine Hälfte des Teiges bleibt weiß und in die andere Hälfte des Teiges kommt rote Lebensmittelfarbe hinein. Jetzt wird so lange geknetet, bis die komplette Lebensmittelfarbe eingearbeitet ist und alles schön gleichmäßig rot geworden ist. Je nachdem müsst ihr etwas mehr Lebensmittelfarbe hineingeben. Die beiden Teighälften kommen eingepackt in Frischhaltefolie oder Gefrierbeutel für 40 Minuten in den Kühlschrank. Nun schneide ich mir von jeder Rolle ein Stück ab. Und das rolle ich mir dann zu einer langen Schlange. Die sollten nicht allzu lang sein, da ihr die Schlangen zusammen ineinander aufwickeln müsst. Sind die Schlangen zu lang, dann kann es passieren, dass euch das Ganze ständig abbricht. Die Dicke könnt ihr selbst entscheiden, macht's aber bitte nicht zu dick, die Schlangen, weil am Ende das Ergebnis dann nicht mehr so schön ist. So, jetzt fangt ihr an, die Schlangen zu flechten.
Statt mit 3 halt nur mit 2. Wie ihr sehen könnt, müsst ihr die beiden Teigstränge ineinander verzwirbeln. Und wenn die Teigstränge zu lang sind, dann habt ihr keinen besseren Halt und dann wird das Ganze zu instabil und geht alles kaputt. Habt ihr meinen Kanal schon abonniert? Nein? Dann wird's jetzt mal höchste Zeit. Abonnieren, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos von mir. Übrigens bin ich auch bei Facebook und Instagram. Auf Fotos würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mal welche nachgebacken habt. Wenn ihr dann die Teigstränge miteinander verzwirbelt habt, dann nochmal auf der Arbeitsfläche ganz vorsichtig glatt drehen. Jetzt könnt ihr selbst entscheiden, wie lang eure Zuckerstangen sein sollen. Dann einfach mit einem Messer oder mit einer Teigkarte die gewünschte Länge abschneiden. Das Formen ist ganz easy. Einfach oben zu einem Bogen formen und schon habt ihr eine Zuckerstange. Die platziert ihr dann am besten auf ein kleines Backblech oder auf einen Teller und die kommen dann nochmal für ca. 20 Minuten in den Kühlschrank. Während die im Kühlschrank sind, könnt ihr ja die anderen weiter formen. Da der Teig überwiegend aus Butter besteht, wird durch die Handwärme der Teig wieder weich. Deshalb ist es unbedingt notwendig, dass ihr den Teig bzw. die Plätzchen vor dem Backen in den Kühlschrank stellt. So circa 10 bis 15 Minuten, damit euch die Plätzchen nicht im Backofen wegschmelzen und schön die Form beibehalten. Jeder kann so ihr seine eigene Technik benutzen, wie er die Teigstränge aufzwirbelt. Man kann es ja auch andersrum machen, wie ihr sehen könnt. Habe ich einfach von oben angefangen und das dann runtergerollt. So müsst ihr wenig die verzwirbelten Teigstränge anheben. Die lecker Zuckerstangenkekse kommen dann in den vorgeheizten Backofen bei 170 Grad Ober- und Unterhitze zwischen 12 und 15 Minuten. Meine waren jetzt genau 15 Minuten im Backofen. Nach dem Auskühlen könnt ihr sie endlich genießen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst mir doch gerne einen Kommentar und einen Daumen nach oben. Ich wünsche einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachbacken, bis zum nächsten Mal.